Recht herzlich willkommen zur 52. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, nee, bin ich falsch, da wollte ich nicht rein, ich wollte da rein. Ja, Dralo hatte geschrieben, ich soll dir was annehmen. Science Data from Space Around Kerbin kann ich annehmen, meine ich, hätte er geschrieben. Da gucken wir doch mal gerade rein. Science Around Kerbin, genau. Den annehmen und was war das andere? Irgendwie den kann ich auf jeden Fall auch annehmen, obwohl wir den erst später machen. Test Level 1 and on Escape Trajectory. Nee, der war das nicht. Ist der jetzt schon weg? Ist er das? Ah, der ist es, glaube. Test Level 1 and Liquid Fuel Engine. Hat er geschrieben, ne? Level 1 and... okay, das ist er wohl. Den sollte ich auch schon mal annehmen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich annehmen kann. Ich glaube, da haben wir nämlich ein Limit drin. Ne? Da müssen wir mal aufpassen. Fly by the Moon. Perform Resolve Server of Kerbin. Test Level on a non-terrific fuel engine in flight over Kerbin. Ja, das lassen wir jetzt mal gerade. Oder? Ja, der wäre vielleicht auch noch möglich, ne? Aber ich mache jetzt einfach den anderen jetzt erstmal. Terrier habe ich denn drinne gehabt? Das ist die Frage, ne? Na, haben wir bestimmt drinne gehabt, aber der wird ja nicht morgen gleich weg sein, ne? Wir gehen jetzt erstmal raus, bauen nicht die Rakete, sondern gucken die nochmal an gerade. Wir haben ein bisschen ändern müssen wir so. Die Fallschirme fehlen da ja. Laden war die Rakete und es war die 5er, ne? Die war das. Load. Genau, und da müssen aber noch zwei zusätzliche Fallschirme dran, ne? Nee. Nee, auch nicht. Da sind sie, die beiden. Zwei Stück. Aufpassen, hat er gesagt, dass wir uns die Tür nicht zubauen. Ich glaube so, ne? Warte mal, Plus-Taste war näher ranzoomen, ne? Müsste eigentlich noch aufgehen, die Tür. Ja, ich glaube, die geht noch auf. Und das kommt ja alles mit runter. Das ist ja alles dann kein Problem. Die Kuhkanister und darüber sind die Batterien. Sehr interessant. Minus bitte einmal. Okay, hat aber wohl funktioniert. Ja. Das ist die Kuhkanisse. Brauchen wir die noch? Ich lasse dran, der ist jetzt egal. Die Rakete nehmen wir. Haben wir hier noch was zu verschieben? Nee, das ist da drin. Doch, da muss noch was verschoben werden. Der hier kommt in eine extra Stufe, oder? Na, dann machen wir nochmal Minus. So, die ist klar. Mit dem starten. Gut, dann ballern wir die weg. Ist auch richtig. Das mit dem ist auch richtig. Und dann nachher das. Und die drei zusammen öffnen. Genau. Sollte funktionieren. Haben wir. So. Jetzt habe ich das wieder angeklickt. 1,36 TWR, das ist zu niedrig. Sechs muss es sein, ne? Na komm schon, so. So, jetzt passt das. Glaube ich.
War das jetzt diese zwei, die so viel da gemacht haben? Ich weiß nicht. Wir speichern die immer noch als S5. Ne, V5, genau. Passt schon. Gut, okay. Eine Antenne war das, die da jetzt fehlt, ne? Um diese Nachrichten zu transmitten. Ich würde es ja schon fast... Nein, lassen wir so. Fertig. Click more. Nee, Antenne hat er auch, glaube ich, nichts von geschrieben, ne, meine ich. Nur, dass ich nachher, wenn ich unten bin, auf Land lande, aufsteige und Eva-Test da mache. Eva-Report, nicht Test. Den soll ich noch machen. Ja, gut. Gespeichert. Der Ingenieur darf es nicht sein. Podka soll es sein. So geht's. Podka sitzt jetzt drinne. Und dann können wir starten, würde ich sagen. Gut. Da steht sie. Klappt alles bisher gut. Okay. Was haben wir denn für einen Test? Test von Liquid Fuel Engine. Achso, das Escape fehlt, alles klar. Jo. SAS an. Und ich glaube, wir können dann losfliegen, ne? Oder? Haben wir was vergessen? Das passt. Nö. Dann würde ich sagen, Schub noch geben. Oder ist der schon passend eingestellt? Ne, ich glaube, der ist passend eingestellt, oder? Ne, den müssen wir mehr machen, ne? Spielt erstmal keine Rolle, oder? Doch. Nein, lass laufen. 3, 2, 1, go. Voller Schub muss sein. Und wir können dann schon rüberschwenken, ne? Können wir gerade einmal die Karte hier passend drehen. So, da haben wir schon was. Und jetzt schwenkt man noch ein bisschen mehr ein. So, 6000 Meter. Oh, jetzt kommt der Druck auf die Rakete. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. So, da können schon welche weg. Wie sieht's aus? 26.000. Wahrscheinlich könnt ihr es auch anders sehen. So. Wir müssen sie abfangen, sagt er. Okay, geht noch. Alles gut. ...45. Läuft. Ist auch noch was drinne. ...60... Und jetzt einfach waagerecht. Und 75. Diese weg. Alles gut. So. 80.000 haben wir gleich. Oder haben wir schon.
Jetzt wollen wir eigentlich nur noch gucken, dass wir den Orbit schaffen. Das ist gerade ein bisschen viel, ne? Wieso wird das jetzt... Ah, ich weiß, warum das viel wird. Weil wir nicht an einem entscheidenden Punkt sind. Deswegen steigt das hier immer ins Unergründliche, ne? Wir müssen erstmal da näher, dann ist es effektiver, ne? Gut. Und dann können wir Warp bis hier, ne, machen. Das haben wir ja jetzt gelernt. So. Und hier können wir jetzt schneller werden, oder? Oh, wir machen gerade noch einen Fehler. Wir müssen das mal ausrichten. Obwohl das hier Potke machen könnte. Aber wir wollen ja nicht, ne, nichts machen. So, 103 bleibt. Jetzt machen wir da hinten die 80 dann. Da ist er. Oder 70 reicht ja auch vollkommen aus, ne? Jetzt müssen wir hier nur wachsen. Und dafür muss ich, glaube ich, nach da hinten fliegen, ne? Wie war das? So, ein bisschen rauszoomen. Dann da mal hingeklickt und warp hier. Kann ja jetzt nichts passieren eigentlich. Wir sind ja schon in einem Orbit. So. Alles gut jetzt. Jetzt könnte er eigentlich hier Prograde ausrichten. Ist das so? Gut. Wie sieht denn das jetzt mit dem Strom aus? Fällt der runter? Nee, ne? Nö. So, wenn wir jetzt Schub geben, geht das größer? Und das nicht. Genau das wollten wir ja. Auf 250 müssen wir wenigstens. Also machen wir 260. Alles gut dann. Und gut ist. So. Das Ziel ist erreicht. Jetzt drehen wir nochmal rum, dass wir bis dahin hinkommen. Ein bisschen rauszoomen. Ich weiß nicht, wo 260 ist. Wir mappen mal bis dahin. Ja, da ist es, glaube ich, ne? 228, gut. Wir müssen also über 250, haben wir ein Stück Zeit und dann können wir die ganzen Tests machen, oder? Machen wir noch ein bisschen schneller. 230, 40. So, jetzt kommen wir der Sache näher. ...49... ...50. Gut, alles prima. So, da ist unser Werk. Jetzt müssten wir gucken, dass wir die Tests machen, ne? Temperatur messen. Okay, 50%. Da gibt es so viele Punkte für jetzt, ne? Ich weiß gar nicht, was wir da letztens falsch gemacht haben. Den Gu machen wir auf. Da gibt es 3,5 Punkte. Behalten wir. Wie kriege ich das denn jetzt hin?
Komisch. Ach so, ich lieg wahrscheinlich im All so, dass ich jetzt so schlecht drehen kann, ne? Alles klar. So, den müssen wir auch noch. So. Der macht das. Keep Data, ne? Ja, haben wir. Da hatten wir nicht noch einen Gu? Ich weiß, ne, den haben wir gerade aufgemacht. Das behält sich dann, der Behälter bleibt dann so. Wir können den ja nochmal gerade analysieren, ob das was bringt, weiß ich nicht. Der würde das gleiche machen wie der andere, wahrscheinlich bringt das dann nichts. Fieberthermometer haben wir dran gehabt, ne? Ich sehe es jetzt gar nicht, wo es ist. Aber das haben wir auch gemacht, ne? So. Statusbericht. Bringt uns jetzt hier nichts. Gut. Bringt es uns jetzt noch was, mit ihm einmal auszusteigen? Das ist die Frage, ne? Ja, gut. Die Frage stelle ich jetzt an den Dralo, ob wir nochmal aussteigen sollen oder nicht. Für die Folge soll es aber auf jeden Fall erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.